Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge der Creator Club Karriere hier im FIFA 22. Wir sind mittlerweile schon aufgestiegen in die zweite Liga, haben heute 20 Millionen Transferbudget am Start. Da können wir uns neue Spieler reinholen und ich bin gespannt, ob wir am Ende der Folge vielleicht schon aufsteigen können, endlich in die Premier League. Wir haben hier zum Start der neuen Saison direkt mal die Trikots etwas geändert und das Stadion nochmal geupgradet. Wenn euch die Serie gefällt, natürlich gerne wieder ein Like oder ein Abo dalassen und ab September wird es hier auf dem Kanal auch noch ein paar neue Formate geben, wenn die Creator Club Karriere in den nächsten paar Folgen wahrscheinlich auch schon bald durch sein wird und werden hier jetzt auch direkt loslegen und uns einfach nochmal ein paar Spieler rausscouten, denn ihr habt ja in den letzten Folgen immer wieder Vorschläge gemacht, deswegen habe ich alle Spieler von euch eigentlich soweit noch hier auf unserer Transferliste. Die müssen wir großteils nochmal neu scouten, aber auf jeden Fall wird da sicher einiges Brauchbares mit dabei sein. Ich bin gespannt, was wir uns reinkaufen. Das ist das aktuelle Team. Die beiden Stürmer, die werden bleiben. Powell dahinter sowieso natürlich auch. Linken Flügel brauchen wir unbedingt einen neuen. Mirmic bleibt auf dem rechten Flügel. Die Außenverteidiger werden voraussichtlich auch bleiben. Gordon wird auch bleiben, vielleicht holen wir uns einen Innenverteidiger dazu, unser Torwart wird natürlich auch bleiben und einen defensiven Mittelfeldspieler wollen wir uns auch kaufen. Flügel wollen wir uns, glaube ich, gar keinen kaufen eigentlich, denn da haben wir doch ein richtig starkes Jugendtalent gefunden. Wir haben einen 17-jährigen linken Flügel, den werden wir jetzt direkt mal hochziehen, denn den haben wir ja nur nicht hochgezogen, weil wir ihn erst am Ende der Saison gefunden haben. 62 erst, aber Potenzial ist richtig stark, deswegen ziehen wir den trotzdem einfach mal hoch. Der ist aber natürlich nochmal wesentlich interessanter, denn der ist erst 15 Jahre alt, 65er Bewertung und das Potenzial könnte auch noch bis zu einer 94 hochgehen. Den werden wir hochziehen, sobald er 16 Jahre alt ist. 19 Millionen Transferbudget, ein klein bisschen was wird hier noch also dazukommen, wahrscheinlich vom Vorbereitungsturnier und wenn wir noch Guras zum Beispiel verkaufen auf dem linken Flügel. Wir werden als erster Stelle, aber weil wir das Geld eh haben, uns einen neuen Innenverteidiger reinkaufen. Das wäre der Plan oder auch einen ZDM-Spieler und dafür wurde einmal schon Mbamba vorgeschlagen und der ist einer der Spieler, der wechseln will, der Verein will verkaufen, da würde an sich alles passen und wir würden den wahrscheinlich um in etwa 10 Millionen bekommen mit 19 Jahren und mit einer 73er Bewertung. Das ist ein absoluter Top-Mann, da überlegen wir nicht zweimal und gehen da direkt rein und holen uns direkt mal ihn, damit wir direkt mal mit dem Transfer reinstarten in dieser Folge. 9 Millionen, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht reicht und das ist ein faires Angebot. 2 Millionen über Marktwert, für so einen Top-Spieler geht das aber trotzdem klar auf jeden Fall. Die Weiterverkaufsgebühr, ja, die ist hoch, aber ein Mbamba, so wie das für mich aussieht, ist das ein Spieler, der bleiben wird. Und damit wird das Ganze angenommen. Mbamba ist unser erster Neuzugang. Den zweiten Neuzugang, den werden wir uns am Ende der Transferphase holen, damit wir wissen, wie viel dort am Ende wirklich übrig bleibt. Morris wurde endlich verkauft. Wir haben mindestens, glaube ich, schon 20 Angebote für ihn angenommen gehabt. Okay, 600.000 kriegen wir oben drauf. Wenn ich da verhandelt hätte, wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr machbar gewesen, aber es ist über eine halbe Million, die wir kriegen und die wir dann mehr für unseren ZDM ausgeben können. Deswegen, er ist weg und haben wir eh fast nie gespielt und beim Einwechseln war das jetzt auch kein Einwechselspieler, den ich sehr gerne eingewechselt habe. Es war halt einfach, er war halt einfach da, weil wir niemand anderes hatten. Jetzt haben wir hier den ersten Spieltag gegen Swansea. Das ist aktuell jetzt unser Team mal fürs Erste. Sieht auch eigentlich nicht schlecht aus soweit. Ich bin gespannt. Swansea, du hast ein Team, was natürlich Premier League gespielt hat und das schlagen wir dann einfach mal mit 3:2. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich, also Richtung Playoffs kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube, das wird zumindest nicht so dominant werden, wie wir die dritte Liga weggeschossen haben. Husky kommt ein Transferangebot rein. 33 Jahre, den nehmen wir an. Und mit Mitchell, da gehen wir aber in die Verhandlungen rein, weil da kann nochmal richtig gutes Geld rumkommen. Könnte auch zu viel sein, aber da wird sonst noch ein Angebot reinkommen. Schicken wir mal ab an der Stelle. Okay, 4-4. Gehen wir mit 4-7. Das wäre stark. 4-7. Das wollen sie tatsächlich für Mitchell bezahlen. Es wurde Mitchell verkauft. Wir kriegen 3 Millionen obendrauf. Da hatten wir eine Weiterverkaufsgebühr wahrscheinlich vereinbart, aber 3 Millionen ist ja trotzdem auch ein gutes Stück, sodass wir jetzt tatsächlich 14 Millionen für einen ZDM übrig hätten. Transferangebot für Guras kommt rein. 2 Millionen aber, und da bin ich ehrlich, wir brauchen das Geld nicht unbedingt. Dann lieber wirklich diesen Backup behalten, weil das ist wirklich ein Spieler 70er Bewertung, den kannst du wirklich gut einwechseln. Der hat auch ein sehr, sehr gutes Tempo, den würde ich dann wirklich behalten. Denn wir haben jetzt 15 Millionen und haben uns hier ein paar ZDM-Spieler rausgesucht. Einmal Valera 23,77 und Stiller 23,77 nochmal hier gefunden. Beide in etwa, also er hat im April Geburtstag, der andere im Juli, das heißt, die sind beide erst gerade 23 sogar geworden. Und im defensiven Mittelfeld gefällt er mir sogar fast hier nochmal etwas besser. Und er ist tatsächlich auch bei einem besseren Marktwert. Sein Marktwert hier 15,5 und
die Mannschaft will dieses Spiel auch gar nicht verkaufen. Deswegen hat sich das ohnehin erübrigt. 12,5 Marktwert, da gehen wir jetzt rein und werden ihn uns direkt ins ZDM reinkaufen. 77er Spieler, sehr, sehr gut und auch gerade erst 23 geworden. Also da ist noch einiges an Luft nach oben. Sie wollen 16. Wird er doch hier doch nochmal ein Stück teurer werden. 15,7, das ist 1 Million über Marktwert. 14,1, ja, da kommen wir langsam hin. Ja, und bevor ich jetzt statt 13,5 14 biete, nehmen wir gleich 14,1 ein. Stiller für 14,1, das geht voll klar. 12,5 Marktwert, gerade erst 23 geworden. Stiller wird natürlich, oh, spielt bei Hoffenheim und hat ein unfassbar hohes Gehalt hier. 26.000. Das müssen wir beenden. Da können wir verhandeln, was wir wollen. Eine Option sehe ich noch. 17.000 und ohne Bonus. Und da benötigt er etwas Bedenkzeit. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Er lehnt es ohnehin ab. Es erfüllt leider nicht seine Wünsche. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir weitermachen wollen. Denn wir haben noch 10 Tage Transferphase. Zweite Runde EFL Cup. Wir kriegen den FC Arsenal. Und wie in der letzten Folge gegen Tottenham werden wir auch das Match hier jetzt spielen. Dann gehen wir da jetzt rein gegen Arsenal und müssen uns dann überlegen, wie wir das Ganze im ZDM lösen. Spielen fürs Erste mit Kroos auf dem linken Flügel und mit Sutton im defensiven Mittelfeld. Das lief ja nicht schlecht in der letzten Folge gegen Tottenham. Am Ende ganz knapp, leider nicht geschafft. Schaut uns gerne nochmal rein in die Folge. Ah, da kommt Arsenal direkt gut durch, leider natürlich nicht optimal gemacht mit dem Ballverlust dann, aber dann haben sie sich hier leider gut rauskombiniert. Da ist dann zu viel Platz. Starker Abschluss. Vielleicht kommen wir ja trotzdem auch hier. Wie gegen Tottenham zurück. Das ist schon mal nicht schlecht. Paul nochmal raus auf Kroos. Der spielt nochmal die Flanke rein. Und der Abschluss tatsächlich. Und der geht rein. 1:1 in 9. Minute. Let's go. Mehrfach irgendwie versucht er sie in der Mitte. Und dann kommt Jones nochmal dran und zieht dann einfach irgendwie im zweiten Versuch nochmal irgendwie drauf. Bis das Ding hinten im Tor landet. Aber dann leider schlecht rausgespielt. Und dann ist da schon wieder Arsenal im 16. Auch nutzen wirklich jede Möglichkeit. Ja, kommt Arsenal wieder durch, leider. Wieder nach einem Eckball reinkombiniert dann. Das ist uns schon öfter passiert. Nach einem Eckball irgendwie sind wir da immer in jeder Karriere irgendwie anfällig. 3:2 vor der Halbzeit wäre noch schön. Und dann spielen wir so einen Fehlpass. Und den hätte er nochmal in die Mitte spielen können. Dann wäre es wahrscheinlich auch der Treffer gewesen. Dann wäre es wahrscheinlich auch die Entscheidung gewesen. Aber der zieht da einfach mal drauf und haut das Ding da rein. Also den hätte er hier auf Immobile vorne reinspielen können, dann wäre es wahrscheinlich auch das 4:1 gewesen. Nee, er zieht einfach drauf und haut das Ding rein hier unter dem Pfosten. Traumtor von Ødegaard, ja. Das ging dann leider ein bisschen zu schnell und damit sind wir raus aus dem Carabao Cup. Also das Comeback hätte ich uns hier, glaube ich, nicht mehr zugetraut. Aber natürlich haben wir den EFL Cup auch noch in der nächsten Saison und in den nächsten Saisonen und den wollen wir und werden wir sicher auch noch gewinnen dann. Wir hätten hier ein Gehaltsbudget jetzt von, ich weiß nicht, ob da nochmal was dazugekommen ist, aber wir hätten jetzt ein Gehaltsbudget von 24.013,8. Das heißt, es zählt wirklich alles. Wir werden jetzt möglichst günstig versuchen, irgendwie ihn zu bekommen. Vielleicht nehmen sie ja jetzt die 13,5 an. Dann würde sich das ziemlich sicher ausgehen, wollen sie leider wieder nicht. 13,7. Das würde sich auch vielleicht noch ausgehen. Darüber müssen sie erstmal nachdenken. Wir sind am Deadline Day, wir haben keine Zeit. So, sie haben das Angebot geprüft und wollen 14,3. Wir gehen mal auf 13,8. 13,8 und das ist ein faires Angebot und das muss jetzt reichen. Und wir könnten das aktuell noch nicht bezahlen, aber ich glaube, das kriegen wir rausverhandelt. Ja, nimmt er das an, nimmt er das an. Und er nimmt das Ganze an. Alles ausgegeben, aber wir haben uns hier Angelo Stiller im Mittelfeld geholt und nochmal Noah Mbamba. Das waren eigentlich nur zwei Transfers, aber mehr haben wir eigentlich dann am Ende nicht gebraucht, denn damit haben wir genau das, was wir hier haben wollten. Hier in der Liga unentschieden gegen Burnley, gegen Birmingham verloren, dann hier wieder unentschieden Sieg. Wir sind so halbwegs gut vorne mit dabei auf Platz 5, aber ich baue darauf, dass die Rückrunde nochmal ein gutes Eck stärker wird. Unser Jugendspieler, er ist noch immer 15 Jahre Potenzial, geht leicht nach unten, aber auch nach oben. Also er war zuerst auf 80 bis 94, jetzt ist er 86 bis 92. Er ist 16 geworden. Wir haben jetzt wirklich nur einen Tag weiter simuliert, dieses eine Match simuliert und dann ist er wirklich genau in dem Moment 16 Jahre alt geworden. Wir befördern ihn zum Profi und wir backen ihn damit jetzt rein auf den linken Flügel. Damit ist jetzt Kroos unser Backup-Flügel, das heißt, wir haben jetzt zwei Backup-Flügelspieler. Vielleicht trainieren wir da einer von den beiden auf Stürmer um oder auf ZOM. In zwei Wochen Stürmer, dann werden wir ihn umtrainieren, weil wir haben mit Kuras einen Backup-Flügel. Hätten wir hier nämlich mit ihm noch einen Stürmer-Backup. Und eigentlich muss es ab jetzt schon in der Simulation besser laufen, denn jetzt haben wir alles am Start, was wir denn eigentlich gebraucht haben. Den Dezember starten wir mit einer Niederlage, gewinnen dann aber 1:0, 3:0, 2:0, 3:0 und nochmal 3:0 und damit sind wir Tabellenführer in der
zweiten Liga. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, dass wir wirklich nochmal hochkommen hier. Am Ende aber absolut stark wirklich das Jahr abgeschlossen und damit werden wir direkt mal, wir haben soweit nichts vorher hier in der Wintertransferphase, deswegen direkt Richtung Saisonende. Das sieht gut aus mit dem direkten Aufstieg und das Team, das ist auch unfassbar stark. Hier schauen wir uns natürlich gleich durch, wenn wir am Saisonende sind. 4 Spieltage noch und ein Blick auf die Tabelle sagt uns hier, dass wir tatsächlich 3 Punkte Vorsprung und 5 Punkte Vorsprung auf den Dritten haben. Das sollte nichts mehr schief gehen mit dem Aufstieg. 3-mal hintereinander, 4. in die Dritte, dann in die Zweite und jetzt war es ein bisschen enger als letzte Saison, aber wir haben es am Ende trotzdem hingekriegt, hier in der Simulation das Ganze direkt hochzuschaffen in der Premier League. Da geht's am Montag am Montag gleich auf Twitch weiter, könnt ihr gerne mit dabei sein und am Mittwoch natürlich dann auf YouTube. Hier geht es dann weiter in der Premier League. Das ist jetzt unser aktuelles Team. Gnonto 90 im Sturm, Jones nur eine 82. Vielleicht behalten wir den noch für eine Saison, aber ich weiß nicht, wie viel da noch nach oben geht. Powell 94, ich bin gespannt, wann oder ob er auf die 99 tatsächlich kommt. Mirmic auf der 88, der ist bei einer 54 gestartet, richtig stark. Borges gerade erst hochgezogen, 16 Jahre alt, der hat noch richtig viel vor sich und der wird genauso wie Mirmic, denke ich, auch auf eine 90 noch hochgehen. Stiller dann im Mittelfeld defensiv, ich glaube, der wird bleiben, 81, gerade erst 24 geworden. Mbamba, der wird auch bleiben, der ist erst 20, Gordon mittlerweile 23 und der geht erst etwas langsamer voran bei den Entwicklungsplänen. Deswegen vielleicht einen Innenverteidiger reinkaufen und ich denke auch einen Rechtsverteidiger reinkaufen, denn er hängt jetzt so ein bisschen fest hier auf der 77. Riquelme, der geht weiter gut voran. Er wird, denke ich, bleiben. Sikonski natürlich auch. Also gerne Vorschläge in die Kommentare für einen am besten Innenverteidiger und Rechtsverteidiger. Da könnten wir uns was richtig Starkes kaufen. Oder wir kaufen uns vielleicht sogar echt noch irgendeinen Stürmer rein. Also Stürmer, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger. Es ist egal eigentlich, welcher Spieler, denn jetzt will wahrscheinlich eh jeder zu uns wechseln, wenn wir hier Premier League spielen. Ich denke, das sollten wir soweit keine Probleme mehr haben. Und umso mehr Vorschläge, umso leichter finden wir da noch jemanden, der passt. Deswegen danke ihr wieder fürs Reinschauen. Gerne ein Like oder ein Abo da lassen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Gerne die Glocke aktivieren für die nächste Folge. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr sonst vielleicht noch ändern würdet. Das war's damit von mir. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen und reingehauen.